Mein Name ist Dr. Leonie Hofstetter, ich bin Chiropraktorin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Balgrist. In diesem Video erklären wir Ihnen, wie die Salubrity-Studie von der Universitätsklinik Balgrist und der Universität Zürich durchgeführt wird. Es geht darum, dass wir zwei verschiedene Behandlungsmethoden für Patientinnen und Patienten mit Ischias-Symptomen vergleichen wollen. Wir werden Sie darüber informieren, warum die Studie durchgeführt wird und wer für die Teilnahme in Frage kommt. Mein Name ist Professor Reto Sutter. Ich bin Chefarzt der Radiologie an der Universitätsklinik Balgrist. Was sind Ischias-Schmerzen und warum wird die Studie durchgeführt? Ischias ist ein Schmerz, der vom unteren Rücken oder vom Gesäß ins Bein zieht. Er wird durch Reizung oder Druck auf den Nerv im unteren Teil vom Rücken verursacht, zum Beispiel durch einen Bandscheibenvorfall. Zu den Beschwerden gehören Schmerzen, Kribbeln, Taubheit oder manchmal auch Schwäche im Bein. Die Schmerzen können von leicht bis stark variieren. Die chiropraktische Behandlung ist eine manuelle Therapie der Wirbelsäule und durch zwei grundlegende Elemente charakterisiert. Zum einen die Manipulation, das sind kontrollierte, schnelle Impulse, die auf die Wirbelsäule gerichtet sind. Und zum anderen die Mobilisation, das sind langsamere und sanftere Bewegungen der Wirbelsäule. Bei der Cortisonspritze, auch Nervenwurzelinjektion genannt, werden die Medikamente unter Bildkontrolle präzise in die Nähe der betroffenen Nervenwurzeln gespritzt. Beide Behandlungsmethoden sind sicher und werden häufig angewendet für Ischiasbeschwerden im klinischen Alltag. Aber es ist zurzeit nicht sicher bekannt, welche Methode für Patientinnen und Patienten besser ist. Als Studienteilnehmer oder Studienteilnehmerin werden Sie sowohl ein Chiropraktor für die chiropraktische Behandlung als auch ein Radiolog für die Nervenwurzelinjektion sehen. Wir wollen herausfinden, welche Behandlung mehr Vorteile bringt. Das lässt sich am besten untersuchen mit einer doppelten Placebo-Studie. Bei einer doppelten Placebo-Studie bekommt die eine Gruppe eine echte chiropraktische Behandlung plus eine Placebo-Kortisonspritze. Und die andere Gruppe bekommt eine echte Kortisonspritze plus eine chiropraktische Placebo-Behandlung. Ein Vorteil von dem Ansatz ist, dass beide Gruppen eine aktive respektive echte Behandlung bekommen. Patientinnen und Patienten, die an dieser Studie teilnehmen, müssen mindestens 18 Jahre alt sein, müssen Schmerzen, Taubheit, Kribbeln oder Schwäche an einem Bein haben, dürfen noch nie an der Lendenwirbelsäule operiert worden sein und müssen bereit sein, eine chiropraktische Behandlung oder eine Cortisonspritze überzukommen. Sie können unser Forschungsteam per Telefon, E-Mail oder durch Scannen vom QR-Code auf der Rückseite des Patientenflyers kontaktieren. Dann geben wir Ihnen weitere Informationen und Sie können auch Fragen stellen. Während der Studie werden Sie bis zu 12 Wochen lang behandelt. Die in Ihrem Fall benötigte Anzahl der Konsultationen legen Sie gemeinsam mit dem Chiropraktor fest. Alle Behandlungen im Rahmen der Studie werden Ihnen kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie können während der Studie weiterhin Ihren Arzt aufsuchen und bei Bedarf Schmerzmittel einnehmen. Termin für Cortisonspritzen findet in der Universitätsklinik Balgrist statt und Termin für die chiropraktische Behandlung in einer nachgelegenen Chiropraktorenpraxis in Zürich. Sie werden außerdem mehrere einfache Online-Umfragen bekommen mit Fragen zu Ihrem Gesundheitszustand. Anhand dieser Informationen können wir feststellen, wie sehr sich Ihr Gesundheitszustand in vielen wichtigen Bereichen von Ihrem Leben verbessert hat. Wir stellen sicher, dass Ihre Angaben vertraulich behandelt werden und Ihre Privatsphäre gewahrt bleibt. Die Teilnahme an der Studie ist freiwillig. Wenn Sie sich gegen eine Teilnahme entscheiden, wird Ihre Behandlung nicht beeinträchtigt. Wenn Sie an einer Teilnahme interessiert sind, fragen Sie Ihren Arzt oder Ihre Ärztin oder kontaktieren Sie das Forschungsteam per Telefon, E-Mail oder durch Scannen vom QR-Code. Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben, um das Video zu schauen.